Die leidenschaftliche Sängerin und Schauspielerin Gina Pietsch gemeinsam mit dem Komponisten Bardo Henning am Piano. Sie spielen für uns die Stücke Deutsches Miserere von Bertolt Brecht und Eisler sowie Meinst du, die Russen wollen Krieg von Jewgeni Jewtuschenko. Bitte schön. Ihr Lieben, Bertolt Brecht und Hanns Eisler wären garantiert heute hier bei dieser Veranstaltung gewesen, wenn sie so lange gelebt hätten. Wir fangen mit einem ihrer Lieder zu diesem Thema von ihnen an, Deutsches Miserere. Schönen Tages befahl uns unsere Ober, die kleine Stadt Danzig für sie zu erobern. Wir sind mit Tanz und Bomben in Polen eingebrochen und haben es erobert in 2 Wochen. Eines schönen Tages befahl uns unsere Ober, das schöne Frankreich für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Frankreich eingebrochen und haben es erobert in 4 Wochen. Eines schönen Tages befahl uns unsere Ober, das riesige Russland für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Russland eingefahren und kämpfen um das Leben seit 2 Jahren. Eines schönen Tages befehl uns noch unsere Obern, den Boden der Tiefsee und den Mond zu erobern. Und es ist schon schwer hier in diesem Russland, und der Feind ist stark und der Heimweg unbekannt. Gott Sevim hat die 27 Millionen vorhin erwähnt, und eigentlich müsste diese Zahl unser nächstes Lied ad absurdum führen. Aber die Politik in diesem, unserem Lande heute mit dieser NATO und diesen 3 oder vielleicht in Kürze 4 kriegerischen Frauen an der Spitze macht es wieder nötig. Jewtuschenko hat es geschrieben. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Befragt die Stille, die da schwieg. Im weiten Feld, im Pappelhain, und fragt die Birken an dem Rhein, dort, wo er liegt, in seinem Grab, den russischen Soldaten fragt. Sein Sohn dir drauf die Antwort gibt. Meinst du, die Russen wollen? Meinst du, die Russen wollen? Meinst du, die Russen wollen Krieg? Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Черем пашем и полей, и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат,
вам ответят их сыны. Хотят ли русские, войны? Хотят ли русские, хотят ли русские войны? Meine Damen und Herren, es war für uns eine Selbstverständlichkeit, Veteranen der Roten Armee zur heutigen Veranstaltung einzuladen und ihren heldenhaften Kampf zur Befreiung vom Faschismus zu erinnern und vor allen Dingen auch zu würdigen. Aufgrund aber ihres fortgeschrittenen Alters und der Corona-Pandemie konnten sie nicht persönlich kommen. Sie haben uns aber kurze Videobotschaften geschickt, die wir gerne zeigen wollen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang ganz herzlich Sergej Lapschinow, dem Leiter des Amtes für internationale und regionale Beziehungen beim Bürgermeister der Stadt Wolgograd, für seine Unterstützung, für seine tatkräftige Unterstützung von hier aus danken. Und ebenso danken möchte ich Juri Starovatik von der russischen Friedensstiftung Wolgograd, der in einem Schreiben an die Fraktion Die Linke gerade erst bekräftigt hat, ich zitiere, die Freundschaft zwischen unseren Völkern kann nicht zerstört werden. Unsere Großväter waren nicht nachtragend. Die Zeit hat die Wunden geheilt. Wir müssen uns mehr treffen, uns austauschen und Freunde sein, um unserer Kinder, Enkel und Urenkel willen. Zitat Ende. Der Veteran Alexander Eremin, dem es wichtig war, heute Abend hier in Berlin gehört zu werden, war gerade mal 13 Jahre alt, als die Wehrmacht die Sowjetunion überfallen hat. Er machte eine Ausbildung zum Flussschiffer und war während des Krieges auf der Barkasse seines Vaters, unter anderem auf der Wolga, im Einsatz, wo er ins bombardierte und brennende Stalingrad fuhr. Bitte sehr. Жил я в Сталинграде, на улице Астраханской, сейчас она советская. Вот. Учился я в школе имени Ленина, которая была на берегу. Во время войны там был госпиталь, его разбомбили. Отец у меня был капитаном на Баркальском сосводе. Летние каникулы я сплавал с ним. На баркасе. Он меня научил приставать, оставать, выходить на буксир, все. А во время войны, которая вот началась, в 41-м году пришли мы в школу 1 сентября. Написано было два выявления. Для завода требуется слесаря, токаря, все. И потом с водного транспорта забрали всех на фронт. Остались только пожилые люди и молодежь работали. Я, значит, начал в школе учиться. И потом записался на курсы судоводителя. Судоводителем учился я, значит, с 5 часов утра, то есть вечера, и до 9 часов вечера. А в 42-м году, в марте, 25 марта, сдал экзамены. Получил диплом капитана первых групп до 300 сил судов. Меня назначили помощником капитана к отцу на Баркасский сосвод. Мы работали. Желаю я, как говорится, молодежи сейчас. Желаю. Учиться, учиться. И вообще уважать родителей. Своих родственников, уважать учителей, которые дают знания. Вот. Wie
wie sehr unserem ersten Redner des heutigen Abends gute deutsch-russische Beziehungen persönlich sowie politisch am Herzen liegen und wie oft und unermüdlich er die NATO-Eskalationspolitik gegenüber Russland kritisiert, weiß ich sehr gut und ich gehe davon aus, dass auch viele von Ihnen das genau wissen. Gerade mit Blick auf den 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion hat er das Auftreten erst kürzlich des grünen Vorsitzenden Robert Habeck in der Ukraine wie folgt kritisiert. Sich als deutscher Parteichef mit Stahlhelm in der Nähe der russischen Grenze ablichten zu lassen, ist angesichts unserer Geschichte unangemessen, für einen grünen Parteichef geradezu grotesk. Bitte begrüßen Sie mit mir Dietmar Bartsch, den Vorsitzenden der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Lieber Dietmar, du hast das Wort. Herzlichen Dank, liebe Seven. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, darf auch sagen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kollegen, Bundestagsabgeordnete aus meiner Fraktion, lieber Hans Modrow, liebe Gäste, wir gedenken heute der Opfer eines der größten Verbrechen der Geschichte. Vor 80 Jahren, am 22. Juni 1941, nahm es von Deutschland aus seinen Lauf. Hitler-Deutschland überfiel die Sowjetunion. Der Angriffs- und Vernichtungsfeldzug kostete 27 Millionen Sowjetbürgerinnen und Bürger das Leben. Vor allem Zivilisten waren darunter. Männer, Frauen, Kinder. Zudem Hunderttausende Soldatinnen und Soldaten, Partisanen, Kriegsgefangene. Menschen dutzender Nationalitäten. Ich verneige mich vor den Toten und vor ihren Angehörigen. Die heutige Veranstaltung war mir und meiner Fraktion ein Bedürfnis. Und ich danke Ihnen allen, euch allen, die der Einladung gefolgt sind, auch im Namen meiner Mitvorsitzenden Amira, die leider eine andere Aufgabe wahrnehmen muss. Für die Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag ist eine besondere Ehre, heute hochrangige Vertreterinnen und Vertreter in unserer Mitte zu wissen. Unter anderem den Botschafter Russlands, lieber Sergei Netschajew, herzlich willkommen hier. Ich begrüße den Botschafter Kasachstan, Herrn Karipov, den Botschafter Belarus, Herrn Sidorenko. Ich begrüße den kubanischen Botschafter, obwohl ich die Maske verdeckt dich. Lieber Ramon, herzlich willkommen hier und ich begrüße auch ausdrücklich die Vertreter der französischen und der armenischen Botschafter. Und mir ist es auch ein großes Bedürfnis, die beiden Kollegen aus der Fraktion Gerechtes Russland, mit der wir als Fraktion eine enge Partnerschaft haben eine gemeinsame Vereinbarung vor Jahren unterzeichnet. Ich freue mich sehr, dass Jelena Drapienko und Oleg Shein hier sind, seid herzlich hier im Deutschen Bundestag willkommen. Dobro pozdravljati, uvaženi gosti. Vor 76 Jahren kehrte der Krieg an seinen Ausgangspunkt zurück. Die letzten Schlachten wurden an dem Ort geführt, an dem wir uns heute hier befinden. Im Gebäude des Reichstages, dort drüben, sind viele Zeugnisse zu finden. Einschüsse, aber auch sehr, sehr viele Inschriften. Zeichen der Geschichte hat sie der britische Architekt Sir Norman Foster genannt. Er hat sie bei der Wiedergeburt des Hauses sehr sorgsam bewahrt und das ist auch gut so. Schriftzüge, die Häme des Siegers gegenüber den Besiegten erkennen lassen, sind dort die totale Ausnahme. Die Mehrzahl derer, die Heldentaten vollbrachten,
die wollten gar keine Helden sein. Ein Hochbetagter, der im Berliner Reichstag jede Inschrift wiederfand, die er als junger Soldat 1945 hinterließ, erinnert sich: Stolz, stolz waren wir damals nicht. Angst hatten wir. Angst hatten wir, zum Schluss noch erschossen zu werden. Allein in der Schlacht um Berlin fielen nahezu 100.000 Rotarmistinnen und Rotarmisten. Die Rote Armee und die anderen Alliierten fügten der deutschen Wehrmacht eine vernichtende Niederlage zu und zerschlugen die Nazi-Diktatur. Deshalb gedenken wir heute auch eines unschätzbaren Beitrages für die Zivilisation auf unserer Erde. Dafür erbrachten die Völker der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg den größten Beitrag und verzeichneten die größten Opfer. Für das Große fand Jewgeni Jewtuschenko, wir hörten es von Gina Pietsch, herzlichen Dank, liebe Gina, einfache Worte. Katjali Ruskie Vajnö, meinst du, die Russen wollen Krieg? Fragt er und er fügt dann an, nicht nur fürs eigene Vaterland fiel der Soldat im Weltenbrand, nein, dass auf Erden jedermann in Ruhe schlafen gehen kann. Im Mai 1945 wurde auch das deutsche Volk befreit, wenngleich Mehrheiten in diesem Land das viele Jahre nicht wahrhaben wollten und einige wollen das bis heute noch nicht begreifen. Manche, auch hier im Deutschen Bundestag Sitzende, verweigern das bis heute. Und ich sage ganz klar, das ist eine Schande. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch, schrieb Bertolt Brecht im Übrigen auch im Jahre 1941. Ich sehe alle Demokratinnen und Demokraten in der Pflicht. Ja, manchmal wünsche ich, dass in unserem Land der Antifaschismus noch verordnet wäre. Für die Linke im Deutschen Bundestag kann ich versichern, wir werden auch künftig entschieden alle Versuche zurückweisen, die ausschließliche Verantwortung Nazi-Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg zu relativieren versuchen oder gar zu leugnen. Wir werden alle Versuche zurückweisen. Wir werden alle Versuche zurückweisen, die Verdienste der Sowjetunion und der Roten Armee zu schmälern oder gar zu verschweigen. Auch das gibt es leider immer wieder. Ich selbst habe einige Jahre in Moskau gelebt. In dieser Zeit habe ich viele Menschen aus Sowjetrepubliken kennengelernt, Russen, Ukrainer, Kaukasier, Balten. Kaum eine Familie, die keine Opfer im Großen Vaterländischen Krieg zu beklagen hat. Und ich hatte im Deutschen Bundestag auf ein Erlebnis mit meiner damaligen Russischlehrerin verwiesen. Die unterrichtete Russisch für die Aspiranten. Und als sie zu Hause ihrer Großmutter berichtete, dass sie auch einen Deutschen unterrichtet, da brach die Großmutter in Tränen aus, weil sie das eigentlich nicht für sich akzeptieren konnte. Ihr Bruder war im Großen Vaterländischen Krieg gefallen. Und das hat sie mir erzählt und natürlich ist sowas unendlich bewegend. Sie hat mich trotzdem unterrichtet und hat ihrer Großmutter berichtet, dass die Deutschen doch nun andere wären. Ich hoffe, dass sie Recht behält und zwar dauerhaft Recht behält. Als Fraktionsvorsitzender war ich wieder in Moskau, in St. Petersburg, in Wolgograd mehrfach. Ich habe den Tag des Sieges und die Feiern dazu erlebt. Ich habe ehemalige Blockadniki getroffen und Veteranen des Krieges. Mindestens zweierlei ist mir da noch mal klar geworden. Diese Länder und Völker sind mit Drohungen oder mit Sanktionen nicht in die Knie zu zwingen. Und wir als Deutsche tun sehr gut daran, auf Besserwisserei und vor allen Dingen auf Belehrung zu verzichten. Deshalb
Ich finde es ungeheuerlich, dass NATO-Staaten ihr größtes Manöver seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, seit dem Ende des Krieges, ausgerechnet im Osten Europas durchführen. Und dass die Bundeswehr da mit von der Partie ist. Ich finde es ungeheuerlich. Deshalb will ich, wenn die NATO erst jüngst wieder von der Bedrohung durch Russland redete, zumindest darauf hinweisen, dass allein der Rüstungsetat der USA um mehr als das Zehnfache den Russlands überschreitet. Und ich finde es höchst fragwürdig, wenn ein Bündnis anzugehören, dem die Türkei und Ungarn angehören, und dann von Demokratie und Menschenrechten belehrend zu reden. Deshalb bleibt das Ziel, Versöhnung und Freundschaft zwischen Deutschland und Russland zu erreichen und vor allen Dingen zu verstetigen. Deshalb habe ich auch im Deutschen Bundestag an die Bundesregierung appelliert, kappen Sie nicht die Drähte nach Russland und zu den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Nicht die Gesprächsfäden, nicht die Handelswege und auch nicht die Pipelines. Fördern Sie die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen, den Jugendaustausch und alle Städtepartnerschaften, die möglich sind. Und heute, wichtiger denn je, arbeiten Sie für eine neue Ära der Abrüstung. Gerade in der Pandemie ist doch deutlich geworden, dass uns ein Virus bedroht und nicht fremde Armeen. Was Gesine geschildert hat, ist doch unfassbar, unfassbar. Abrüstung in allen Ländern, was könnten wir alles in dieser Welt tun, wenn dieses Geld zum Beispiel für die Bekämpfung des Hungers eingesetzt werden würde und nicht auf der Welt alle 7 Sekunden ein Kind verhungern würde. Aus all diesen Gründen ist es auch beschämend, dass weder die Bundesregierung noch der Bundestag den Anstand aufbrachten, den 80. Jahrestag des faschistischen Überfalls auf die Sowjetunion offiziell und in Würde zu gedenken. Hochmut ist das Letzte, was unserem Land diesbezüglich gut zu Gesicht steht. Schon gar nicht gegenüber einem Land, dem Deutschland ganz wesentlich Frieden und auch die wiedererlangte staatliche Einheit zu verdanken hat. Und ich bin sehr froh, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das anders handhabt als Bundestag und Bundesregierung. Meine Damen und Herren, den Nazis galten Russen und andere Völker des Ostens als Barbaren. Genau diese Völker waren es, die dem deutschen Volk wieder den aufrechten Gang beibrachten. Es waren Russinnen und Russen und die Angehörigen vieler weiterer Nationalitäten. Im Osten waren es sowjetische Kulturoffiziere, die den Deutschen Lessing und Heine wieder nahe brachten, aber eben genauso auch Puschkin und Tolstoi. Bereits am 28. April 1945 erlaubte der sowjetische Stadtkommandant von Berlin, Nikolai Bersarin, die Erlaubnis zur Eröffnung der Theater und Kinos. Ein Jahr später überreichte Sergei Tschulpanow der DEFA die Lizenz zur Filmproduktion. Und 1948 begeisterte das Alexandrow-Ensemble Zehntausende auf dem Berliner Gendarmenmarkt, unter anderem mit dem Lied »Im schönsten Wiesengrunde«. Dem Aufatmen und der Hoffnung auf Frieden im Mai 1945 folgten der Kalte Krieg und unzählige regionale Kriege. Auch der Optimismus der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts währte nicht lange. Ich habe mehrfach gesagt, ich erinnere mich sehr gut, als im Deutschen Bundestag Wladimir Putin unter dem Beifall aller Fraktionen gesprochen hat. Und heute einseitige Schuldzuweisungen, das ist wirklich absurd. Viele Chancen, liebe Gäste, wird die Menschheit nicht mehr haben. Gute deutsch-russische Beziehungen waren vielfach ein wichtiger Baustein für den Frieden in Europa und in der Welt. Sorgen wir mit allen Kräften dafür, dass das so bleibt. Gemeinsam. Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank an Dietmar Bartsch, unseren Fraktionsvorsitzenden hier der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Das ist der Titel eines eindrucksvollen Buches von Svetlana Alexejewitsch. Unser Gedächtnis ist bei weitem kein ideales Instrument, schreibt sie. Es ist nicht nur willkürlich und launisch, es liegt obendrein an der Kette der Zeit. Zitat Ende. Das erleben wir auch im Bundestag. Die Leistungen der Sowjetarmee zur Befreiung Europas werden kleingeredet. In vielen Köpfen tobt noch oder wieder der Kalte Krieg aus dem vergangenen Jahrtausend. Aber dieser Krieg darf kein heißer werden. Dafür stehen wir. Die Autorin hat erklärt, warum sie nur Frauen befragt hat. Sie sagt, ich sammle Geschichten aus Bruchstücken lebendigen Lebens. Aber ich sammle weibliche Geschichte. Ich will den weiblichen Krieg kennenlernen, nicht den männlichen. Wie erinnern sich Frauen? Was erzählen sie? Ihnen hat noch niemand zugehört. Damit wir Ihnen zuhören, haben wir die Schauspieler Gabriele Streichern und Jens-Uwe Bogatke eingeladen, die aus diesem Buch vortragen werden. Bitte schön. Briefe aus Stalingrad. Einberufung. Maria schreibt die Scharfschützin. Bald kam der Aufruf vom ZK des Komsomol zur Verteidigung der Heimat, denn der Feind stand schon vor Moskau. Was? Die Deutschen wollen Moskau besetzen? Das lassen wir nicht zu. Ich war nicht die Einzige. Alle Mädchen erklärten, sie wollten an die Front. Als wir ins Wehrkomitee kamen, waren dort viele Mädchen ausgewählt, wurde sehr streng. Als erstes musste man natürlich kerngesund sein. Aber da war noch etwas. Aus dem Kolchos waren alle an die Front gegangen. Es war keiner mehr da für die Feldarbeit. Und der Vorsitzende wollte uns nicht weglassen. Mit einem Wort, wir wurden abgelehnt. Wir gingen ins Kreiskomitee des Komsomol, dasselbe wieder abgelehnt. Wir fuhren ins Gebietskomitee des Komsomol, wieder wurden wir nach Hause geschickt. Und da wir nun schon mal in Moskau waren, wollten wir gleich ins ZK des Komsomol gehen, zum ersten Sekretär. Wir wollten kämpfen bis zum Schluss. Junge Leute aus der ganzen Sowjetunion waren da. Viele davon hatten schon die Okkupation erlebt und wollten den Tod ihrer Angehörigen rächen. Aus dem ganzen Land. Wir wurden gefragt, wie wollt ihr denn an die Front gehen, wenn ihr nicht einmal schießen könnt? Da antworteten wir im Chor, das hätten wir bereits gelernt. Wo? Wie? Und Wunden verbinden? Könnt ihr das auch? Bei dem Lehrgang, wissen Sie, hatte ein Militärarzt uns auch das beigebracht. Da sagten sie nichts mehr und sahen uns schon ernsthafter an. Na, und dann hatten wir ja noch einen Trumpf in der Hand, dass wir nicht allein waren, sondern außer uns noch 40 andere und alle konnten schießen und erste Hilfe leisten. Also beschieden sie uns, geht zurück und wartet. Eure Anfrage wird positiv entschieden werden. Was waren wir glücklich, als wir zurückfuhren? Unvergesslich. Ja, und dann kamen wir an die Front. Antonina Grigorjevna, Gardeleutnant der Luftstreitkräfte. Ich war Fliegerin. Als ich in die 7. Klasse ging, kam ein Flugzeug zu uns. Zu der Zeit, stellen Sie sich vor, 1936. Das war damals eine Seltenheit. Damals kam auch der Aufruf, Mädchen und Jungen ins Flugzeug. Ich als Komsomolzin war natürlich immer vorne weg. Ich trat sofort in den Fliegerclub ein. Mein Vater war allerdings strikt dagegen. Bis dahin hatten in unserer Familie alle in der Eisenhütte gearbeitet. Mehrere Generationen Hüttenwerker. Mein Vater fand, die Eisenhütte, das sei was für Frauen. Die Fliegerei dagegen nicht. Der Chef des Fliegerclubs erfuhr davon und erlaubte mir, meinen Vater auf einen Flug mitzunehmen. Das tat ich auch. Wir stiegen auf und von da an sagte er nichts mehr. Es gefiel ihm. Ich machte den Pilotenschein mit Auszeichnung, war auch gut im Fallschirmspringen. Vor dem Krieg heiratete ich noch, bekam eine Tochter und ich kam nicht gleich an die Front.
In unserem Fliegerclub begannen Umstrukturierungen. Die Männer wurden eingezogen und wir Frauen mussten sie ersetzen. Wir bildeten Schüler aus. Es gab viel zu tun, Tag und Nacht. Ich war allein mit meiner Tochter. Wir lebten die ganze Zeit in Feldlagern. In der Früh habe ich sie zugedeckt, ihr Brei gegeben und ab 4 Uhr morgens flogen wir schon. Wenn ich abends zurückkam, war sie von oben bis unten vollgeschmiert mit diesem Brei. Keine Ahnung, ob sie gegessen hatte oder nicht. Sie war 3. Ein Krümel. Ende 41 kam die Todesnachricht. Mein Mann war bei Moskau gefallen. Er war Flieger, Verbandskommandeur. Ich brachte meine Tochter zu meiner Familie und bat um Versetzung an die Front. Tamara, Sanitätsinstrukteurin. Uniformen gab es für uns nie genug. Sie waren immer voller Blut. Mein erster Verwundeter war Oberleutnant Belov, mein letzter Sergei Trofimow, Unterfeldwebel eines Minenwerferzuges. 1970 kam er mich besuchen und ich zeigte meinen Töchtern, wo er am Kopf verwundet worden war. Da hat er heute noch diese große Narbe. Insgesamt habe ich 481 Verwundete aus dem Feuer getragen. Ein Journalist hat mal nachgerechnet, ein ganzes Schützenbataillon. Wir schleppten Männer, die 2-3 Mal so viel wogen wie wir selbst. Und Verwundete sind ja noch schwerer. Und man schleppt ja nicht nur ihn selber, sondern auch seine Waffe. Und dann hat er noch Mantel und Stiefel an. Du lädst dir 80 Kilo auf und schleppst sie, wirfst sie ab. Dann gehst du den nächsten holen, wieder 70, 80 Kilo. Und das 5-6 Mal bei einem Angriff. Und selbst wiegst du gerade mal 48 Kilo, wie eine Ballerina. Heute ist das kaum noch zu glauben. Ich kann es selbst nicht glauben. Natalia Ivanovna, Soldatin, Sanitäterin. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Da waren 200 Verwundete in einem Schuppen und ich war ganz allein. Wir bekamen die Verwundeten direkt vom Schlachtfeld. Das war in irgendeinem Dorf, das ist so viele Jahre her. Ich erinnere mich, ich schlief 4 Tage lang nicht, setzte mich nicht einmal kurz hin. Jeder schrie, Schwesterchen, Schwesterchen, hilf mir, Liebe. Ich rannte von einem zum anderen. Einmal stolperte ich, fiel hin und schlief sofort ein. Ich erwachte davon, dass jemand schrie. Ein Kommandeur, ein blutjunger Leutnant, auch verwundet. Er hatte sich auf seine gesunde Seite gestützt und schrie, Ruhe, Ruhe, das ist ein Befehl. Er sah, dass ich keine Kraft mehr hatte, aber alle riefen nach mir. Sie hatten Schmerzen, Schwester, Schwesterchen. Ich sprang auf, rannte los und wusste nicht, wie und wohin. Da habe ich zum ersten Mal, seit ich an der Front war, geweint. Und dann? Sein eigenes Herz kennt man nie. Im Winter wurden gefangene deutsche Soldaten durch den Ort geführt. Völlig erfroren, leicht angezogen, mit zerrissenen Decken auf dem Kopf. Es herrschte ein solcher Frost, dass die Vögel im Flug erfroren. Sie fielen einfach vom Himmel. In der Kolonne lief ein Soldat, so ein kleiner, ganz blau gefroren. Er hatte gefrorene Tränen im Gesicht. Ich war mit einer Fuhre Brot auf dem Weg in die Kantine. Er konnte den Blick nicht von diesem Wagen wenden. Mich sah er gar nicht, nur den Wagen. Ich brach einen Laib in der Mitte durch und gab ihm die Hälfte. Er nahm das Brot, ganz zaghaft, ganz langsam. Er konnte es nicht glauben. Ich war glücklich. Glücklich, dass ich nicht hassen konnte. So, vorweg nochmal ein Hinweis auf die Headsets, damit Sie unsere nächste Rednerin auch verstehen, sofern Sie kein Russisch sprechen. Es spricht nämlich zu uns nun Jelena Drapego. Ich freue mich sehr, dass sie den Weg von Moskau nach Berlin auf sich genommen hat, um heute bei uns zu sein. Jelena ist Mitglied der russischen Staatsduma
und stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Gerechtes Russland. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses der Duma. Viele von Ihnen oder auch wenige, aber einige auf jeden Fall, kennen Sie als eine herausragende Schauspielerin, unter anderem in dem Antikriegsfilm Im Morgengrauen ist es noch still. Das Epos, das Soldatinnen der Roten Armee bei der Verteidigung des Landes gegen den faschistischen Überfall ins Zentrum rückt, zeigt die Grausamkeiten des Krieges. Der Film ist eine eindrückliche Mahnung und Warnung vor den neuen Kriegen. Herzlich willkommen im Bundestag, Jelena, du hast das Wort. Спасибо. Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы представляем с моим коллегой Олегом Шейном социалистическую партию «Справедливая Россия за правду». Это партия, которая выступает прежде всего за сохранение мира во всем мире. И об этом сегодня мы думаем и говорим. Мы в день 80-летия начала Великой Отечественной войны для нашего народа бесконечно вам благодарны за это приглашение, за то, что мы этот день проведем здесь. Спасибо, Дитмар Барч, спасибо, Селим Дагзелен, спасибо, дорогие наши товарищи. Мы обвиняем нацизм в смерти 27 миллионов советских людей. Но мы его обвиняем и в том, что он убил 7 миллионов немцев. Немецкие могилы или незахороненные солдаты до сих пор лежат в полях Украины, России, и наша поисковые отряды до сих пор ведут поиски этих солдат. У нас есть соглашение между Россией и Германией о взаимном поиске погибших солдат. Мы обвиняем нацизм в погибших женщинах, детях, стариках, которые погибли от бомбежек в городах Германии, умерли от болезней и голода. 80 лет назад, без всякого преувеличения, случился самый страшный день в истории России. В России это официальный государственный день памяти и скорби. Сегодня в 4 часа ночи страна замолчит, люди выйдут на улицы со свечами и вспомнят близких, родных и чужих, и своих, и чужих. Мы вспомним всех, кто погиб в ту страшную войну. Не говоря уже о том, что были разрушены города, сожжены деревни, уничтожены культурные и материальные ценности, производственные мощности, которые накануне войны колоссальными усилиями создавали советские люди. Мы знаем, что граждане Советского Союза должны были в любом случае погибнуть либо под ударами вермахта, либо оказавшись в нечеловеческих условиях после молниеносных, как планировали нацисты, побед высшей расы над низшими. В этом смысле шансы на выживание всех народов Советского Союза в условиях гитлеризма были вполне сопоставимы с шансами на выживание еврейского народа, справедливо назвавшего произошедшую с ним катастрофу Холокостом, всесожжением. Но еще в годы Холодной войны появилась версия о том, что Иосиф Сталин решил напасть на Третий Рейх первым. И эта версия стала активно тиражироваться в западных странах. И сегодня нас не могут не беспокоить появляющиеся
в последнее время политическое стремление к утверждению в вашей стране и других западных странах псевдоисторических нарративов, отождествляющих нацистскую Германию и Советский Союз и возлагающих на них равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. Мы думаем, что серьезные политики должны опираться в первую очередь на установленные и подтвержденные документами факты. В Государственном архиве Российской Федерации, в архивах других государств хранятся документы того времени, и над ними по сей день работают ученые, историки и архивисты. Это и официально опубликованные, и тогда засекреченные, а сегодня рассекреченные приказы и распоряжения. Это личные дневники участников тех событий. Это письма солдат и офицеров с фронтов. И из архивных документов мы знаем, что на совещании со своими генералами еще 2 ноября 1939 года Гитлер сказал: «Россия в настоящее время не опасна. Она ослаблена многими внутренними событиями, а кроме того, у нас с ней договор. Однако договоры соблюдаются до тех пор, пока они целесообразны». Это слова Гитлера. 31 июля 1940 года в ставке Гитлера в Бергхофе прошло совещание руководящего состава вооруженных сил, на котором были уточнены цели и замысел войны против Советского Союза, а также намечены ее сроки. В середине ноября 1940 года в Оберкоманду Датхирес, это ОКХ, да, по-нашему, был подготовлен детальный план войны против СССР, первоначально получивший условное название «Отто». И 5 декабря план агрессии был представлен Гитлеру, который его одобрил. 18 декабря 1940 года этот план получил кодовое название «Вариант Барбаросса». В этот день Гитлер подписал директиву номер 21 Верховного главкомандования Вермахта. Директива была подготовлена в 9 экземплярах, 3 из которых вручили главнокомандующими сухопутными силами, ВМВС, военно-воздушными и военно-морскому флоту, а 6 были закрыты в сейфах ОКБ. Агрессивная война против Советского Союза готовилась гитлеровским командованием в течение длительного времени. И превентивной она никак не являлась. Документы предвоенного времени показывают, что у советского руководства не было планов нанесения превентивного удара. Советское руководство не питало иллюзий, что войны удастся избежать. Но не было понятно, когда она начнется. И в Кремле тогда ошибочно полагали, что войне будут предшествовать выдвижение претензий, заявления официальных лиц Третьего Рейха. Все мысли Сталина были о том, как оттянуть войну хотя бы до 1942 года, а не начать ее самому. Весной 1941 года в СССР были запущены масштабные программы перевооружения Красной Армии, рассчитанные до 1942 года. То есть война застала Красную Армию в тот период, когда она не была к ней готова. Наши аэродромы были остановлены, никто не летал, потому что их бетонировали, и они были заставлены техникой. Поэтому самолеты разбомбили в первый день. Красная армия не успела провести мобилизацию, вовремя перебросить войска из внутренних округов. Решение об этом приняли только 10 июня, но было уже поздно. До начала войны оставалось 12 дней.
а для сбора в приграничных районах полноценной группировки требовался месяц. Поэтому война началась с тяжелейших поражений и отступления Красной Армии. 22 июня 1941 года передовые части вермахта уже к ночи оказались на подступах к Гродно, 23 июня – Каунас, 24 июня взяли Вильнюс, 28 июня пал Минск. Вскоре возникли первые котлы. В окружение под Белостоком и Минском попало в общей сложности около 250 тысяч советских солдат и офицеров. Это, безусловно, следствие ошибок советского руководства, которые мы осознаем. Что же помогло нашим людям спасти себя, страну и полмира от гитлеровского нацизма? На мой взгляд, это три главных обстоятельства. Во-первых, это готовность к самопожертвованию и связанный с этим массовый героизм советских людей. Я выросла и живу в Ленинграде, в городе, который в блокаду потерял больше миллиона своих жителей, умерших от голода. Так вот, в 41-м и по 43-й год окруженный, умирающий от голода город сдал для фронта 140 тонн крови. До лета 42-го года, зимой, самой страшной зимой 41-го года, за сдачу крови не давали никакой дополнительной надбавки к питанию. Стали давать только летом 42-го донорам. И люди шли и сдавали кровь. Умирали от голода и сдавали кровь для фронта. Ни на минуту не веря, что мы проиграем войну. Второе. В условиях отступления нашим руководством была организована эвакуация предприятий и населения на восток России. Это в условиях, когда армия фактически бежала, была катастрофа. Но собрались и организовали эвакуацию. И заводы начинали работать с колес. Те заводы, которые эвакуировали, они начинали производить. И даже утратив значительную часть территории и понеся ощутимые людские потери, Советский Союз смог победить Германию и работавшую на нее Европу индустриально, технологически и по уровню производительности труда. Потому что гитлеровцы недооценили наших ресурсов. Они не верили, что мы сможем организовать перманентную мобилизацию, что на место тех, кто уйдет с заводов на фронт, встанут дети, женщины, старики, что они смогут освоить технику и наладить производство снарядов, оружия и пороха. Вот ресурсы России, которые недооценили, это в том числе и кадры, квалифицированные кадры, которые за счет высокого уровня системы образования, перед войной организованной, мы смогли поставить для армии и для промышленности. Мы, современные политики, продолжаем изучать и анализировать те давние события. Мы анализируем ошибки и достижения наших предшественников. За наши ошибки люди платят слишком дорогую цену. А достижения – это бесценный опыт, который мы должны учитывать в нашей работе. Вы, члены левой партии Германии, наследники мучеников, сгинувших в нацистских тюрьмах и концлагерях. Спасибо, что вы помните уроки истории. Это ваша история и ваш опыт, над которым сегодня надо задуматься. Существует ли сегодня реальная опасность возрождения нацизма в той или иной форме?
или государственные механизмы цивилизованного мира способны блокировать такие попытки. В сегодняшнем нестабильном мире новая война уже идет. Идет война медийная, о которой сегодня уже говорили. Идет война экономическая, а кое-где и самая настоящая, с бомбежками, пулями и мертвыми. Неудивительно, что в развернувшейся схватке за передел мира, за новый передел мира, который камуфлируется под борьбу за вселенскую демократию, бои за историю занимают не последнее место. Поэтому мы вам бесконечно благодарны за то, что вы организовали сегодняшний вечер. Спасибо. Большое спасибо, Jelena. Большое спасибо. Jetzt hören wir Tino Eisbrenner, einen Songpoeten, der sich zum Programm gemacht hat, Musik statt Krieg. Er hat mit diesem Programm viele Länder bereist in unserer schönen, weiten Welt, die er immer friedlich mit uns gemeinsam erkämpfen will. Herzlich willkommen, Tino. Und wieder mal treffen sich Fleisch und Stahl. Nur langsam trocknet Blut, die Welt erstickt fast jedes Mal. Ein Regenfeld spült alles mit sich fort, doch etwas in uns bleibt verdorrt. Das Letzte, was uns niederschlug, war scheinbar noch nicht Grund genug für uns, das Leben zu verstehen und die Vergangenheit sind nicht Gewalt und der jahrhundertalte Streit Beweis genug für unsere Zerbrechlichkeit. Regen, Regen fällt und fällt wie Tränen auf die Welt, wie Tränen auf die Welt. Regen will erklären, wie blind und zerbrechlich wir sind, how fragile we are. Dunkel der Nacht, nur Gewehrläufe speien ihr Licht und im Summen des Windes erwacht, was die Steppe mir singt. Dunkel der Nacht, und ich stelle es mir vor, dein Gesicht. Hast du grad deine Tränen verwischt? Schläft es schon unser Kind? Tief wie das Meer war dein Blick, der mich trug bis hierher. So gern wär ich dort. Küsste all deine Traurigkeit fort. Dunkel der Nacht, fort von euch hat der Krieg mich gebracht. All die Tage im Wüten der Schlacht und im Dunkel der Nacht. Mm-hmm. Mm-hmm.
halt ich dein Bild in der Hand, hab in dir alle Hoffnung gebannt, alle Sehnsucht und Liebe. Dunkel der Nacht, und ich weiß, ihr dort wartet auf mich, und ich hier, ich vertraue auf dich. Was schon sonst wiegt noch mehr? Sterben ist leicht, wenn der Tod dir die Mahlzeiten reicht. Doch mich lässt er aus, weil er weiß, nach dem Krieg komm ich nach Hause. Dunkel der Nacht, Kameraden der Liebe gedacht. Sie hat uns durch die Schlachten gebracht, unsere Seelen bewacht. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю со мной, ничего не случится. Темная ночь. Vielen Dank, Tino Eisbrenner. Wir werden ihn nachher noch einmal hören. Jetzt hören wir noch eine Rede von Oleg Tschein, den ich hier herzlich begrüße. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Gerechtes Russland in der Duma und von Beruf Historiker. Herzlich willkommen. Дорогие друзья, для меня большая честь представлять здесь мою социалистическую партию «Справедливая Россия», нашу страну. И я исключительно благодарен товарищам из левой партии «Ди Линке» за то, что мы сегодня здесь встречаемся в преддверии даты 22 июня. Этот день на самом деле прошел через судьбу каждой семьи в нашей стране. И мы хорошо понимаем и чувствуем, что находимся сегодня здесь, российская делегация, среди друзей, среди наследников и представителей той самой настоящей антифашистской, антигитлеровской Германии. Мы помним подвиг Красной Капеллы. Мы знаем и помним о свободной Германии. Эти люди фактически были в одном ряду с бойцами Красной Армии. Они отдавали свою свободу, свою жизнь за то, чтобы приблизить конец античеловеческой диктатуре, которая создавала угрозу для всего мира. И для нашего советского народа, для народа всей Европы и, конечно, для народа самой Германии. Мы находимся в Бундестаге. И совершенно не случайно, что первое здание, которое нацисты уничтожили, которое они подожгли, это было здание германского парламента. Нацизм и парламентаризм, свободная дискуссия, собрание народа, общение между людьми, диалог – это вещи абсолютно несовместимые. И лучший способ предотвращения нацизма – это, конечно, диалог между людьми, свободная дискуссия и открытые связи. Я историк по образованию. У меня есть книги по Второй мировой войне, и я с удовольствием поделюсь ими с библиотекой Ди Линке. И в одной из книг я описал историю, которую сам прочитал в источниках, немецкого
пилота, штурмана, бомбардировщика, который в одном из своих первых вылетов был сбит недалеко от моего города, от Астрахани, над Каспийским морем. И он описывает, как после всех допросов их спросили, а что вы хотите? И они сказали, мы хотим посмотреть город. И их повели по Астрахани, им показали старый, красивый, хороший город. И он описывал эту историю, я привел ее. И я неожиданно получил письмо от этого человека. Это Клаус Фридше. Это человек, который в плену вступил, в советском плену, в свободную Германию, который вел антифашистскую пропаганду среди немецких военнопленных. И в прошлом году я рассказал этот случай Керстен Кайзер, фонд Рос-Люксембург, моему хорошему другу. И Керстен сказала, мы знаем этого человека. Клаус Фридше был очень известным человеком в обществе советско-германской дружбы. Это случай изменения человека. Это случай, как раз показывающий способ изменений, которые возможны в любом обществе. И мой хороший друг Лена Дропека мне напомнила еще одну историю, которую я приводил в своих книгах. Люди вспоминали, как через Астрахань шла немецкая колонна из-под Сталинграда военнопленных. И они посмотрели на нее, и они увидели оборванную, голодную колонну военнопленных, и они описывали, как они кидали в нее хлеб, рыбу, но ведь у людей же не было еды в карманах. То есть они пошли домой в условиях карточной системы выдачи продуктов, и они отдали последнее, что у них было. Этот пример гуманизм показывает, что гуманизм всегда сильнее агрессии, и гуманизм побеждает. Но для этого гуманизм должен иметь свой характер, чтобы этой агрессии противостоять. В России есть очень важные, невероятные по своей энергетике события, которые сегодня известны в Берлине. Его организаторами стали мои друзья-журналисты из Сибири, из города Томска. Эта акция называется «Бессмертный полк», когда люди берут в свои руки плакат с изображением близкого человека, который был на фронте, а у кого-то служил в тылу, и они с этими плакатами идут в один день, это миллионы людей с фотографиями по улицам своих городов. Но есть те, кто пережил это время и сегодня находятся рядом с нами. Это дети войны, это те, кто прошел блокаду Ленинграда, это фронтовики. Мы стараемся в нашей стране принять законы и решения о том, чтобы помочь этим людям, в первую очередь фронтовикам. Мы ценим те решения, которые были приняты немецким народом в отношении тех людей, кто пережил Холокост. И мы предлагаем вместе подумать, что можно сделать для тех людей, кто сегодня жив и кто прошел в нашей стране все эти тяжелые годы. Я представляю, и кто, конечно, заслуживает абсолютной благодарности, я представляю социалистическую партию «Справедливая Россия», но я представляю здесь и наш парламент, и нашу страну. Россия и Германия – исторические соседи, безотносительно того, есть у нас общие границы или нет. И мы считаем принципиально важным строительство народной дипломатии, связи между профессиональными союзами, представляют также свободные профсоюзы России, Конфедерацию труда России. Мы сегодня обсуждали это с нашими друзьями из Делинки. Систему культурных, экономических отношений, общий труд по достижению экологической безопасности, сотрудничество в борьбе с терроризмом и нацизмом, потому что нацизм, конечно, отступил, но его недопущение, оно по-прежнему является нашей общей задачей, потому что самое простое – это поднять темные элементы в человеческой психологии, обратиться, это очень просто, обратиться к тому, что темное. Как известно, любая проблема имеет простое, всем понятное, абсолютно неправильное решение. И нацизм как раз апеллирует к таким простым, понятным, неправильным и совершенно преступным методам.
Мы Москве воспринимаем Германию как важнейшего партнера по снятию конфликтных ситуаций, выстраиванию отношений, обеспечивающих как двустороннее, так и общеевропейское развитие. Сегодня отношения между двумя нашими странами, очевидно, могут быть лучше французов, страна Декарта. Есть хорошая фраза: не надо бояться кризиса. Кризис – это способ снятия противоречий, если, конечно, речь не идет о войне. Но очень важно из кризиса своевременно выйти, оставив сзади все лишнее, и вместе строить будущее. Спасибо. Vielen herzlichen Dank, Oleg. Gerade die letzten Worte, ganz wichtig. Wer Russland heute verstehen will, der kommt an einer Person in Deutschland nicht vorbei. Professor Dr. Gabriele Krone-Schmalz. Die Journalistin und Publizistin hat viele Jahre selbst in Russland gelebt. Von 1987 bis 1991 war sie Korrespondentin im ARD-Studio in Moskau. Man wünscht sich sie zurück dort in Moskau, aus unserer Sicht. In vielen Büchern hat Gabriele Krone-Schmalz den deutschen Land und Leute Russlands nahegebracht. Zuletzt mit den Bestsellern Russland verstehen, der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens und Eiszeit, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist. Gabriele Krone-Schmalz setzt sich ein für Verständigung. Sie ist Mitglied im Kuratorium des Deutsch-Russischen Forums und im Petersburger Dialog. Und daran knüpft Gabriele Krone-Schmalz an, wenn sie heute zum Feindbild Russland in Geschichte und Gegenwart spricht. Herzlich willkommen, Frau Krone-Schmalz. Ich grüße Sie alle recht herzlich. Wir Deutsche schleppen die unleugbare Schuld der Menschenvernichtung im Zweiten Weltkrieg mit uns herum. Über die Grenzen Europas hinaus ist Deutschland verantwortlich für das Leid, die Verletzung und den Tod von Millionen Menschen. Und 27 Millionen davon alleine in der Sowjetunion. Die Zahl ist heute schon mehrfach genannt, zu Recht. Aber solche Zahlen übersteigen in der Regel das Vorstellungsvermögen. Es wird greifbarer, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es sich bei dieser Zahl um die gesamte heutige Bevölkerung Skandinaviens handelt. Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark. Und alles zusammen sind knapp 27 Millionen. Was auch präsent sein sollte, von diesen 27 Millionen Toten waren mehr als die Hälfte Zivilisten. Das sagt etwas aus über die Art dieses Feldzugs, der eben nicht nur auf Sieg aus war, sondern auf Vernichtung. Dieses Ausmaß ist nahezu unvorstellbar. Angesichts dieses Ausmaßes ist es nahezu unvorstellbar, dass diejenigen, die damals so brutal überfallen wurden, den Tätern jemals vergeben und verzeihen könnten. Aber genau das ist geschehen, und das ist alles andere als selbstverständlich. Es ist mir ein Bedürfnis, auf dieser Veranstaltung zu reden, weil ich mich für die Geschichtsvergessenheit schäme, die unter anderem darin ihren Ausdruck findet, dass sich deutsche Regierungsstellen so schwer tun, dem Tag des Überfalls auf die Sowjetunion angemessen zu gedenken. Wenigstens hat der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgestern im Deutsch-Russischen Museum deutliche Worte gefunden und darauf hingewiesen, dass, ich zitiere, diese 27 Millionen nicht so tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt sind, wie ihr Leid und unsere Verantwortung es fordern.
Und er hat auch erwähnt, wie kostbar Versöhnung ist und dass auch daraus Verantwortung erwächst. Geschichtsvergessenheit zeigt sich auch darin, dass sich Narrative entwickeln, so heißt das ja heute, nach denen der entscheidende Schlag zum Ende des Zweiten Weltkriegs in der Normandie bei der Landung der alliierten Truppen passiert sei. Ohne diese Leistung schmälern zu wollen und ohne die bei dieser Operation zu Tode gekommenen zu vergessen, die Entscheidungsschlachten haben vorher stattgefunden. Es war die Rote Armee, die Hitler-Deutschland das Rückgrat gebrochen hat und dafür gesorgt hat, dass die deutsche Wehrmacht keine Offensivkraft mehr hatte. Gedenktage haben den Sinn, dass etwas nicht in Vergessenheit gerät. Und wenn das, dessen man gedenkt, Leid und Schmerz ausgelöst hat, dann haben diese Gedenktage auch den Sinn, nach vorne zu schauen und eine Wiederholung auf jeden Fall zu verhindern und nach einem gemeinsamen Weg zu suchen, um die wahrlich nicht geringen Probleme dieses Planeten gemeinsam zu bewältigen. Aber die lassen sich allesamt nur lösen, ganz gleich, ob es sich um Bekämpfung des Klimawandels handelt, Kampf gegen Armut, Schutz der Umwelt, was auch immer. Das lässt sich alles nur lösen, wenn es gelingt, den Frieden zu erhalten. Und Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist harte Arbeit, Tag für Tag. Ich würde mir wünschen, dass es gelingt, Meinungsführer in Politik und Medien davon zu überzeugen, dass Eskalation zwar die Aufmerksamkeit erhöht, aber den Frieden gefährdet. Mehr als sie vielleicht ahnen. Man muss nicht alles kritiklos schlucken, was einem in anderen Ländern nicht gefällt. Aber wir fallen zurück in schlimmste Zeiten, die wir doch überwunden zu haben glaubten, wenn sich eine Seite der Welt berechtigt fühlt, der anderen Seite ihr Leben vorzuschreiben und das mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln durchzusetzen versucht. Die Welt war auf einem guten Weg, als es hieß, die Ost-West-Konfrontation ist überstanden, der Kalte Krieg ist vorbei. Deutschland konnte vereint werden. Die Atmosphäre bei den politischen Verhandlungen war derart von Vertrauen geprägt, dass man bestimmte Dinge nicht mal schriftlich fixiert hat, Stichwort NATO. So selbstverständlich schienen sie zu sein. Es ist heute nicht der Ort und auch nicht die Zeit, die Chronologie der Fehler aufzuzählen, die in der Folge von beiden Seiten begangen wurden. Aber es ist sehr wohl der Ort und die Zeit, mit Blick auf diesen brutalen Irrsinn von vor 80 Jahren, alles an Energien zu mobilisieren, um die augenblickliche Schieflage in den deutsch-russischen Beziehungen zu beseitigen und wieder auf eine stabile Ebene zu stellen, auf der sich konstruktive Politik für beide Seiten im Sinne von Völkerverständigung gestalten lässt. Wir sollten alle versuchen, daran mit allem, was wir haben, zu arbeiten. Ich danke, dass Sie mir zugehört haben.
nicht fühlst, ob kein Feind mit dir reist, wenn er nicht einmal das dir beweist, du nicht weißt, was das heißt. Bring den Mann in die Berge rauf, lade dir und ihm gleich viel auf, und das Seil zwischen euch zieh fest, riskier den Test. Aufstieg nicht lohnt, wenn er jault, sei es schlicht nicht gewohnt, wenn er faul seine Knochen nur schont, schick ihn einfach zum Mond. Denn das heißt, ihr habt nichts gemein, jag ihn fort, ohne zornig zu sein, weil man solche nicht aufwärts zieht, solchen singt man kein Lied. Doch wenn er kaum eine Miene verzieht, mürrisch prompt doch nach vorn mit dir sieht und vor dir die Gefahr schon erriet und dich hält, als du fällst, bis ihr beide mit aller Kraft es gemeinsam zum Gipfel schafft und du weißt, er dann neben dir lacht, ist zum Freund dir gedacht, bis ihr beide mit aller Kraft es gemeinsam zum Gipfel schafft und du weißt, er dann neben dir lacht, ist zum Freund dir gedacht. Wäre es nicht schön, wenn wir diese Melodie zusammen summen würden? Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich helfen in diesem Dialog, der heute schon auch die ganze Veranstaltung über beschrieben wird, der Dialog, den wir brauchen. Wie kann der gehen? Und ich habe gedacht, als Künstler kann ich das am besten tun, indem ich Musik von dort hierher hole und in unsere Sprache bringe, damit man merkt, wie viel Gemeinsames da ist, wie gleich die Herzen schlagen,
wie gleich der Alltag manchmal ist, wie gleich die Sehnsüchte und Wünsche sind und die Forderungen. Und so habe ich eben diese Lieder gefunden, wie Tjomna Janoc, ein Lied über den Krieg und die Sehnsucht im Krieg, oder habe Wissotski-Lieder gefunden und auch den großartigen Bulat Okudžava mit einem Lied über das Leben. Und wie könnte es anders sein, wenn ein Georgier über das Leben schreibt, beginnt es meist mit einem klitzekleinen Weintraubenkern. Und ich setze den Weintraubenkernen die wärmende Erde. Und ich küsse die Rebe und irgendwann pflück ich den Wein. Und ich füll guten Freunden die Gläser mit großer Gebärde. Wofür sonst sollte mir dieses Leben gegeben sein? Und erhobenen Glases werde ich wagen zu fragen. Und dann sagt ihr mir offenen Blickes, wer ich euch bin. Und die Last eurer Worte, ich werde sie demütig tragen. Wofür sonst gäbe mir dieses Leben noch tieferen Sinn? Asche im Haupt, ihr den purpurnen Saum. Und mein liebendes Herz beginnt voll Schwermut zu klingen. Wofür sonst sollte einer wie ich diesem Leben vertrauen? Und die wärmende Sonne vergeht in goldenen Schwaden. Und ich habe die apokalyptischen Reiter gesehen. Ein Seiltänzer lebt seine Kunst auf seidenem Faden. Wofür sonst sollte sich diese Welt schon Ewigkeit drehen? Vielen herzlichen Dank an Tino Eisbrenner. Jetzt werden Gabi Streichern und Jens-Uwe Bogatke noch einige Stellen aus dem Buch Der Krieg hat kein weibliches Gesicht lesen. Und danach sehen wir einen Film mit Boris Tschebinin. Er ist Veteran der Roten Armee aus Wolgograd. Zeugnisse von Soldatinnen der Roten Armee. Olga
Mat der baltischen Flotteneinheit. Die Stadt war ringsum eingeschlossen, die Front war ganz nah. Mit der Straßenbahnlinie 3 konnte man bis zum Kirov-Werk fahren und dort begann schon die Frontlinie. Sobald das Wetter klar war, feuerte die Artillerie direkt gerichtet, sie feuerten und feuerten. An den Kais lagen große Schiffe, natürlich getarnt, aber Beschädigungen waren trotzdem nicht auszuschließen. Wir wurden Nebeltarnerinnen. Es wurde eine Sondergruppe Nebeltarnung aufgestellt unter dem Befehl eines einstigen Kommandeurs einer Torpedobootdivision. Wir waren viele Mädchen, die meisten mit technischer Fachschulausbildung oder einigen Hochschulsemestern. Wir mussten die Schiffe mit einem Nebelvorhang schützen. Wenn der Beschuss losging, dann sagten die Seeleute, hoffentlich sind die Mädchen mit dem Nebelvorhang bald da, da fühlt man sich irgendwie sicherer. Wir fuhren hinaus in Autos mit einem Spezialgemisch, während sich alle anderen im Bunker verkrochen. Wir aber lenkten das Feuer sozusagen direkt auf uns. Die Deutschen schossen ja auf diesen Nebelvorhang. Wir bekamen Blockadeverpflegung, wissen Sie, aber irgendwie hielten wir aus. Naja, erstens waren wir jung und das ist wichtig und zweitens staunten wir über die Leningrader. Wir waren ja noch irgendwie versorgt, wenigstens minimal, aber dort fielen die Menschen vor Hunger auf der Straße um. Zu uns kamen immer ein paar Kinder und wir fütterten sie von unseren schmalen Rationen mit durch. Das waren keine Kinder. Das waren kleine Greise, Mumien. Sie erzählten uns, in der Stadt seien alle Katzen und Hunde aufgegessen worden. Auch Spatzen und Elstern waren verschwunden. Und dann kamen die Kinder nicht mehr. Wir haben noch lange auf sie gewartet. Wahrscheinlich sind sie gestorben, nehme ich an. Valentina Gromova, Sanitätsinstrukteurin. In mir steckt jede Menge Metall. Einen Splitter von einer Verwundung bei Witebsk trage ich 3 Zentimeter neben dem Herzen in der Lunge. Einen zweiten in der rechten Lunge. 2 im Bauchraum. Hier ist meine Adresse. Kommen Sie her. Ich kann nicht weiterschreiben. Ich kann vor Tränen nichts sehen. Valja schreibt über den Sieg. Den Tag des Sieges erlebte ich in Ostpreußen. Es war schon seit einigen Tagen still. Plötzlich gab es mitten in der Nacht Fliegeralarm. Wir sprangen alle auf. Da rief jemand, Sieg, Kapitulation. Kapitulation, na schön. Aber Sieg, das begriffen wir. Der Krieg ist aus. Der Krieg ist aus. Wir fingen an zu schießen. Jeder mit dem, was er gerade hatte. MP, Pistole mit Geschützen. Der eine wischte sich die Tränen ab, der nächste tanzte, ich lebe, ich lebe. Hinterher sagte der Kommandeur, also ihr werdet nicht demobilisiert, ehe ihr die Munition bezahlt habt. Was habt ihr angerichtet? Wie viel Munition habt ihr verballert? Wir glaubten, nun würde auf der Welt immer Frieden sein. Niemand würde je wieder Krieg wollen. Sämtliche Munition müsste vernichtet werden. Wer brauchte sie denn noch? Wir hatten das Hassen satt. Ich habe nur eine Tochter. Natürlich hätte ich gern mehr Kinder gehabt, aber dafür fehlte mir die Gesundheit, die Kraft. Auch studieren konnte ich nicht. Ich war bis zur Rente Laborantin am Polytechnischen Institut, aber ich war sehr beliebt, weil ich selber voller Liebe war. Das war meine Auffassung vom Leben. Nur so wollte ich nach dem Krieg leben. Vor 2 Jahren besuchte mich unser Stabschef Ivan Grinko. Er ist schon lange in Pension. Hier an diesem Tisch hat er gesessen, ich hatte Piroggen gebacken. Mein Mann und er unterhielten sich, tauschten Erinnerungen aus. Und sie kamen auf die Mädchen zu sprechen. Auf einmal heulte ich los. Ehre, sagt er, Respekt. Aber unsere Mädchen sind fast alle allein geblieben. Leben in Gemeinschaftswohnungen. Wer hat sich für sie eingesetzt, sie beschützt? Jedenfalls, ich habe ihn die Festtagslaune gründlich verdorben. Der Stabschef saß jetzt da, wo Sie sitzen,
Zeig mir den, sagte er, der dich gekränkt hat, zeig ihn mir. Er bat auch um Verzeihung, weil ja, dazu kann ich nichts sagen. Dafür habe ich keine Worte, nur Tränen. Aber man soll uns nicht bedauern. Wir sind stolz. Und wenn Sie die Geschichte noch 10-mal umschreiben, mit Stalin und ohne Stalin, das bleibt uns. Wir haben gesiegt und unser Leid. Das, was wir durchgemacht haben. Я заканчивал Владимир, эту Владимировскую среднюю школу. Среднюю школу. 7 классов. Мы вступили в комсомол. 7 классов. Все хорошо. Начиналось лето. Как всегда, после школьных забот, свобода, эйфория и так далее. И вдруг в один из воскресений объявление Левитана. Радио было «Тарелки», и радиостанция была одна, имени Коминтерна, в которой всегда вещал Левитан. И в одной из 21 июня Левитан утром объявляет, началась война. Был шок. Как Германия напала на Советский Союз? Это был шок для всех. И детей, и подростков, и взрослых. Мы все ожидали, что война все будет отнять. Не будет, все мы на мирных, и об этом, так сказать, пропагандировалось, что мирный договор с Германией, войны не будет. Что было, я вспоминаю в эти дни. Все прильнули к этой тарелке, к этому радио, а радио не везде, не во всех квартирах, какое не во всех домах. А редко было, где эта тарелка. Это динамик такой, тарелка называемая, круглая. Где у кого тарелка, все бежали послушать эту тарелку. Левитан через каждые 5 минут, через 10 минут сообщал, что началась война. Гитлер вероломно напал на Советский Союз. Идут ожесточенные бои. Я как-то... Ожесточенные бои. Наши войска сопротивляются мощным силам Германии. Но к вечеру уже сообщение, что наши оставили такие-то населенные пункты под наступлением, натиском, вероломным натиском, гитлеровцы оттесняют наши войска. Мы отступаем, оставляем такие-то районы западной наших границ. Начинается мобилизация, с первых дней мобилизация старшего поколения. У нас папа, значит, сразу же на второй, на третий день его забирает, вызывает военкомат. В военкомате формируется группа и отправляет их пешком в Сталинград. Сталинград. И это чуть не каждую неделю. То один год, то другой год рождения, призыв. То есть уходит все больше и больше. Через 2-3 месяца мы понимаем, что война затянулась, что уже начинают поступать раненые, и школу превращают в госпиталь. И сегодня мы отмечаем памятный день, День Победы. День Победы. Это памятный день 9 мая, памятный день нашего государства, нашей России сегодня.
Он отмечается сегодня, мы знаем, с нашей молодежью, нашим народом, вспоминая или вспоминая, или да, своих, так сказать, родственников, потому что в каждой семье были жертвы той священной войны, которая окончилась 76 лет тому назад. Herr Botschafter, wir haben uns erst vor wenigen Tagen in Karlshorst getroffen bei der Rede, die dort Frank-Walter Steinmeier gehalten hat und bei der eindrucksvollen Ausstellung. Bevor ich Ihnen das Wort erteile, muss ich noch eine Bitte von alten Genossinnen und Genossen erfüllen. Die haben mir nämlich gesagt, es zerreißt Ihnen jedes Mal das Herz, wenn die rechtsextreme AfD hier im Bundestag versucht, sich als Freund Russlands aufzuspielen. Und ich glaube, niemand im Saal von uns und auch außerhalb kann je diesen Begriff von Gauland, die Nazi-Zeit wäre ein Vogelschiss der Geschichte, akzeptieren. Ein Vogelschiss der Geschichte, der Millionen von Menschen das Leben gekostet hat, das ist etwas, was mit unserem Denken unvereinbar ist. Und deshalb bin ich umso froher, Herr Natschajew, dass Sie hier bei uns auf unserer Veranstaltung sprechen. Ich darf Ihnen das Wort geben. Herzlich willkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, lieber Herr Bartsch, Frau Dagdelin, Frau Lötzsch, Frau Krone-Schmalz, lieber Hans Modrow, уважаемая Елена Григорьевна, дорогой Олег Васильевич, Сережа, спасибо, что вы приехали и сегодня с нами. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch bei den Künstlern für diese fulminanten Darbietungen. Vielen herzlichen Dank, das war ein toller Auftakt. Danke vielmals. Но я не все время по-немецки буду говорить. Я благодарен партии левых за то, что они организовали сегодняшний вечер. За то, что мы сегодня поговорили об исторической правде, о том, что случилось 80 лет тому назад на земле Советского Союза. Какая произошла трагедия, какие гигантские жертвы и невосполнимые потери. Я рад сегодня приветствовать моих коллег, послов стран Содружества независимых государств, бывших советских республик, с которыми мы были в одной стране в те годы в единой Красной и Советской армии, которая вместе воевала, добывала победу. И наши солдаты, офицеры вместе гибли и лежат вместе в братских могилах. Победу одержал многонациональный советский народ. И эту историческую правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром нацизма мы никому не отдадим. Именно поэтому мы говорим сегодня о том, что мы стоим строго за сохранение исторической правды, за недопущение ее фальсификации, за то, чтобы помнили, чтобы передавать молодым поколениям, которые, к сожалению, не так искушены в вопросах истории, но они должны знать,
как добывалась их свобода и их жизнь нашими предками. Это наш долг. И спасибо ветеранам, которые еще живы, и которые, несмотря на преклонный возраст, ходят в школы, в институты, рассказывают о том, что они пережили, чтобы не повторилось никогда. Культура памяти – это память о павших. Многие из вас помнят и знают, что на территории Германии похоронено более 700 тысяч советских людей. Боевые потери, узники концентрационных лагерей, гетто, насильственно угнанные, около 4 тысяч воинских захоронений, как на Западе, так и на Востоке. И мне приятно сегодня сказать о том, что абсолютное большинство этих могил и памятников находится в хорошем состоянии. И это не только заслуга германских властей всех уровней, но и моих соотечественников и рядовых немцев, которые по зову сердца ухаживают за этими могилами. Это далеко не само собой разумеющееся, поскольку совсем рядом объявлена война этим памятникам. Их разрушают, сносят, чтобы вычеркнуть из памяти наше совместное прошлое. Постыдное занятие, и мы с этим смириться не можем. Мы после войны, а советский солдат пришел в Германию освободителем, мы не мстили немцам. Мы после войны прошли с Германией очень трудный, тернистый путь исторического примирения. Он дался нам нелегко. Вы сегодня слышали, о каких бедах, человеческих жертвах шла речь. Тем не менее, мы протянули друг другу руку над могилами. И то, что сейчас в нашей стране ухаживают и за могилами немцев, это тоже правда. Мы тесно сотрудничаем с Народным союзом по уходу за военными могилами и рады продолжать эту дружескую кооперацию. Мы за диалог, за партнерство. Мы, конечно, будем и дальше защищать наши национальные интересы. Мы суверенная, сильная страна. Мы хотим диалога на равных. Без ультиматумов, без санкций, без угроз говорить с нами с позиции силы. Это бесполезно. И это никогда не приведет к тому результату, которому эти политические силы хотят добиться. Мы многое могли и можем сделать вместе. В большой Европе. Мы не должны позволить подвергнуть эрозии наше партнерство, давние исторические, экономические, культурно-гуманитарные, научно-технические связи, которые все еще составляют позитивную повестку дня российско-германских отношений. Мы за то, чтобы вместе строить большую Европу, мирную, процветающую от Лиссабона до Владивостока. Спасибо и будьте здоровы.
Vielen herzlichen Dank, Herr Botschafter Nechajew. Vielleicht vorab nochmal meine Hochachtung vor unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bei dieser Hitze hier so gut mitzumachen. Ganz herzlichen Dank meinerseits. Vor wenigen Tagen, meine Damen und Herren, in der Nacht auf den 5. Juni, ist der letzte Befreier des Vernichtungslagers Auschwitz, der Rotarmist David Duschmann, verstorben. Ich hatte die große Ehre, ihn wenige Tage zuvor, am 2. Juni, in München, in seiner Wahlheimat, bei ihm zu Hause, ihn zu treffen, ihn zu sprechen, mit ihm zu lachen und ein Interview für die heutige Veranstaltung aufzuzeichnen. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen großartigen Menschen noch persönlich kennenlernen durfte. Nach dem Sieg über den Faschismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs widmete sich David Duschmann dem Fechtsport. Er war fast 4 Jahrzehnte, seit 1952, Trainer der sowjetischen Frauennationalmannschaft. Seit 1996 lebte er in München, bis 2017 trainierte er dort fast täglich einen Fechtverein. Er trat in Schulen als Zeitzeuge auf. Zu seinem 98. Geburtstag wurde er zum Ehrenmitglied der israelitischen Kultusgemeinde München ernannt. David Duschmann zeigte sich bei unserer Begegnung einmal mehr als ein furchtloser, als ein mutiger Mensch. David Duschmann war ein Held unserer Zeit. Ein Held, der wie viele andere sein Leben eingesetzt hat, um die Welt vor der Geißel des Faschismus zu befreien. Und bis zuletzt hat ihn umgetrieben, wie ein Wiederaufstieg der Faschisten verhindert werden kann und wie Deutsche und Russen in Freundschaft und in Frieden zusammenleben können. Das, meine Damen und Herren, ist das Vermächtnis, sein Vermächtnis über den Tag hinaus. Und dieses Vermächtnis ist für mich und für uns eine Verpflichtung. Wir hören jetzt hier David Duschmann. Я Душман Давид, родился, war geboren, 1. April 1923 Jahre, in Minsk. Meine Eltern, beide waren Ärzte. Mama war ein Kinderarzt, Papa war Militärarzt. Bis 7 Jahre haben wir gewohnt in Minsk. Dann um 7 Jahre, weil mein Vater war delegiert nach Moskau und unsere Familie hat gefahren nach Moskau. Und habe ganz Leben gewohnt in Moskau. Wo waren Sie in der Nacht des Angriffs der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941? Was haben Sie da gemacht? Dort, 22. Juni in Moskau war ein Fechtturnier. Mhm. Und ich war an diesem Turnier und haben gesagt, dass ein Krieg war alles geschlossen. Und wir haben gefahren nach Hause. Und ich, 22. habe ich gemacht ein Dokument, dass ich will gehen in Militär. Mhm. Warum wollten Sie zum Militär? Wir waren Patrioten. Wenn ich gekommen in diese Wehenkammer, hat es gesagt. Militäreinsatz. Mhm. Er sagt, dass du kannst nicht gehen in die Armee, du bist. Ich war erst in Moskau und du bekommst einen Broll. Ich habe nein, sofort an dem Krieg. Sofort. Ich habe Angst gehabt, dass King geht 2-3 Tage und flüss. Wer hat gedacht, dass jetzt 4 Jahre? Mhm. Wo haben Sie denn Ihre Heimat, als Sie in der Roten Armee waren, während des Krieges?
Wo haben Sie Ihre Heimat verteidigt? Das erste Mal war ich verwundet. In der Stadt heißt Jelnia. Mhm. Dort war das erste Mal, wenn russische Panzermaschinen haben gekämpft mit deutschen General Guderian. Das erste Mal. Wir haben verloren. Und ich war schwer verwundet. Eineinhalb Meter Darm weg. Dann war ich fast zwei Jahre im Spital. In Stalingrad war ich nicht. Ich war in dieser Zeit im Spital. Und dann habe ich nach Kursk. Dort war zweite Zeit, 20 große. Dort war ich leicht verwundet. Und wir gingen weiter und in Polen, nicht weit von Warschau. Ich war letzte Mal verwundet, halbe Lunge amputiert. Der Raub- und Vernichtungsfeldzug der Nazis in Sowjetunion hat 27 Millionen Opfer gekostet in der Sowjetunion. Was sind Ihre schlimmsten Erinnerungen an diesen Krieg und diesen Terror? Das ist schrecklich, schrecklich, schrecklich. Für alle schrecklich. Und für Deutsche und für Russen, für alle. Das ist schrecklich. Mhm. Und unsere Augen machen alles, was ist möglich. Das wird nie mehr, das wird nie wiederholt. Dieser Terror. Dass unsere Kinder, ihre Kinder, unsere Enkelkinder, die haben normale Leben. Gott hat ein Leben geschenkt, jeden Mensch. Und nur Gott kann nehmen diese Welt. Am 9. Mai wird der Tag des Sieges, ist der Tag des Sieges. Was haben Sie am 9. Mai 1945 gemacht? Und was bedeutet der 9. Mai für Sie? Viel getrunken, viel getrunken. Am 9. Mai. Sehr viel. Das war ein großes Fest. Der 9. Mai oder der 8. Mai, der Tag der Befreiung, ist ja in einigen Ländern, wie in Großbritannien, in Frankreich oder in den Niederlanden, ein Feiertag. Und in Russland und vielen anderen ehemaligen Sowjetrepubliken wird der immer feierlich begangen. In Deutschland ist das kein Feiertag. Die Linke im Bundestag fordert immer, dass das ein Feiertag ist. Wie finden Sie diese Initiative? Конечно, немцам тяжело делать этот день праздничным. Schwierig für deutsche Leute, dieses Fest als Feiertag zu machen. Потому что войну они проиграли. Krieg wurde verloren. Но, конечно, этот день все человечество должно отмечать. Aber dieser Tag müssen alle Leute feiern. Это победа не России над Германией. Это победа мира над войной. Haben Sie bei all dem Leid und den 27 Millionen Opfern der Sowjetunion aufgrund dieses Raub- und Vernichtungsfeldzugs keine Hass auf die Deutschen gehabt? Nie, Боже мой. Nie, Боже мой. Немецкий народ дал миру много великих людей, многих композиторов, и Баха, и Вагнера, дал массу ученых с великими именами, масса спортсменов, масса артистов. Народ ни в чем не виноват. Виноват фашизм. Фашизм должен быть уничтожен вообще, забыть про него надо. А немцы, что, о чем вы говорите? Sie waren in Ihrem Panzer am 27. Januar 1945 waren Sie an der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz mitbeteiligt. Ich würde gerne wissen, Sie sind eine, wenn nicht der Letzte, Sie sind der letzte Zeitzeuge, der von uns berichten kann, was Sie da gesehen haben. Was haben Sie gesehen, was haben Sie erlebt damals? In Auschwitz. Wir haben nicht gewusst, dass es gibt Auschwitz. Wir haben das nicht gewusst. Das war so. Das ist Auschwitz.
erste weißrussische Front nach Berlin hat so gegangen. Erste ukrainische Front nach Berlin hat so gegangen. Und hier war Auschwitz. Und wir waren schon weiter und waren Kommande. Und 9 Tänzer haben zurückgefahren, geholfen. Was habe ich gesehen? Schmale Leute mit solchen Augen in dieser Uniform. In den letzten Jahren hat die Konfrontationspolitik zwischen dem Westen und Russland zugenommen. Wie bewerten Sie das? Nehmen Sie das wahr? Kriegen Sie das mit? Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Wer ist es schuldig, weiß ich nicht. Wirklich. Ich bin nicht Politiker. Aber das ist scheiße, das ist nicht normal. Das kann nicht sein. Was können wir tun, um die Freundschaft zwischen Deutschland und Russland zu fördern? Если бы я знал, я был бы политиком. Это нужно сделать, вот как я не знаю. Водка trinken. Мы с вами обыкновенные люди. Я россиянин, вы немка. Ты что ж? Что я вас или вы меня должны ненавидеть? Почему, скажите, пожалуйста, я должен вас и ваших близких ненавидеть? Что вы сделали для меня плохое? Но тем же, если я в чем-то могу помочь, я всегда к вашим услугам. Янг, спасибо. Sehr geehrte Damen und Herren, weder unter ökonomischen noch geostrategischen Aspekten liegt ein neuer eiserner Vorhang, ein neuer kalter Krieg im europäischen oder gar im deutschen Interesse. Er löst keinen der einzigen schwelenden Konflikte. Und der 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion sollte deshalb zum Anlass genommen werden für eine neue Entspannungspolitik gegenüber Russland. Notwendig sind daher Abkehr von militärischer Konfrontation, Eskalation und auch Aufrüstung. Dafür treten wir im Deutschen Bundestag ein. Und ich finde, wenn selbst der US-amerikanische Präsident mit seinem russischen Amtskollegen sich trifft und damit zumindest ein Zeichen für Entspannung und Verständigung setzt, sollte die Bundesregierung sich erst recht darum bemühen. Doch statt Initiativen für Entspannung zu ergreifen, beteiligt sich die Bundesregierung an der NATO-Frontstellung gegen Russland und China, die zu Gegnern, ja zu Feinden erklärt werden und gegen die massiv aufgerüstet wird. Und meine Kollegin Gesine Lötsch hat das schon zu Beginn gesagt. Jetzt übermorgen, am Mittwoch, an dem Tag nach dem 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion, sollen der Haushaltsausschuss des Bundestages und der Verteidigungsausschuss 27 Rüstungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 18 Milliarden Euro absegnen. Damit wird Feindschaft zu Russland und China verstärkt, statt Freundschaft gefördert. Und das sind ganz sicher die falschen Lehren aus der Geschichte. Ich danke Ihnen und euch allen, dass ihr an dieser Veranstaltung teilgenommen habt. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir so ein Gedenken auch mit allen Parteien gemeinsam im Plenarsaal des Deutschen Bundestages hätten machen können. Und ich möchte von dieser Stelle auch die anderen Parteien aufrufen, ihre Vorbehalte gegenüber Russland kritisch zu überprüfen. Man muss nicht in allen Fragen, und auch wir sind nicht in allen Fragen, einer Meinung mit Präsident Putin. Aber in der Friedensfrage sollten wir immer nach gemeinsamen Lösungen suchen. Ich möchte mich bedanken ganz herzlich bei unseren russischen Abgeordnetenkollegen Oleg Schen und Jelena Drapeko für ihr Kommen. Ganz herzlichen Dank.
Danke an seine Exzellenz Botschafter Sergei Nejajew. Dank an Gabriele Krone-Schmalz. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank natürlich auch an meinen Vorsitzenden Dietmar Bartsch. Danke schließlich an Jens-Uwe Burgatke und Gabriele Streichhahn sowie Tino Eisbrenner und Gina Pietsch und Bardo Henning für ihre wirklich gelungenen Auftritte. Gina Pietsch werden wir gleich noch einmal hören. Ich möchte mich im Namen der Fraktion Die Linke ganz herzlich natürlich auch bei der Bundestagsverwaltung bedanken, dem Referat Sonderprojekte und IT3, die uns mit wirklich großem Engagement bei der Durchführung dieser Präsenzveranstaltung, das ist ja leider etwas Besonderes geworden, im Deutschen Bundestag hier unterstützt haben. Ein großes Dankeschön geht auch an alle Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, insbesondere im Fraktionsservice unter der Leitung von Monika Lehmann und natürlich auch an die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, die nicht zuletzt auch den Livestream, der hoffentlich gut zu verstehen und zu verfolgen war, realisiert hat. Und Sie werden ja, wenn Sie mögen, die Aufzeichnung des heutigen Abends und die einzelnen Beiträge auch nochmal als Mitschnitte im Internet auf allen Kanälen der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag ansehen können. Ja, und zum Schluss auch nochmal organisatorische Hinweise. Wie zu Anfang, bitte tragen Sie beim Verlassen spätestens dann Ihren Mund-Nasen-Schutz und geben Sie die Liste mit den persönlichen Daten bei den Kolleginnen und Kollegen des Fraktionsservice ab, beim Ausgang oder auch in den bereitgestellten Boxen. Und ansonsten bleibt für mich jedenfalls ein Dankeschön, ganz herzliches fürs Kommen, für diese Veranstaltung. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen gemeinsam diesen Abend verbringen zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Seven. Der Abend ist aber noch nicht ganz vorbei. Zum Ausklang erleben wir die beiden Künstler, die den Abend auch eröffnet haben, Gina Pietsch und Bardo Hennig. Und wir hören So wird es Tag von Gundermann und die Kinderhymne von Brecht und Eisler. Herzlichen Dank Ihnen und euch allen. Gestattet mir, bevor ich anfange zu singen, ich möchte einen kleinen Satz zu Sevim sagen. Ich habe ja das Interview schon in der Jungen Welt gelesen. Nun habe ich mich besonders gefreut, es hier zu sehen. Und ich hätte mir gewünscht, dass Spiegel Online es auch gesehen hätte. Wisst ihr warum? Im vorigen Jahr war dort zu lesen, Auschwitz war das größte Vernichtungslager der Nazis. 1,1 Millionen Menschen wurden dort ermordet. Vor 75 Jahren wurde es befreit durch die amerikanische Armee. Wenn die Steingesichter einen Traum verderben, bitte ich den um aus deinem tiefsten Herz. Darum mach die Steingesichter nun zu Scherben, wo der Vegetiere traumlos rentenwärts. Wenn die Eisenvögel wieder Kinder schlagen, bitte ich Gott, es mögen diesmal deine sein. Darum musst du nun die Eisenvögel jagen und vom Himmel holen oder bleibst allein. So wird es Tag und nicht anders, so wird es ein Leben, wenn wir nicht wie tote Fliegen kleben an dem süßen Leim, zu dem man Schicksal sagt. Wenn wir nicht wie tote Fliegen kleben an dem süßen Leim, zu dem man Schicksal sagt. Wenn die Bäume in dem bitteren Schnee erfrieren, bitte ich Gott, es sei der Wald vor deiner Tür.
versucht, die Schwefelpilze zu dressieren. Oder werde atemlos und stirb mit mir. So wird es Tag und nicht anders, so wird es ein Leben, wenn wir nicht wie tote Fliegen kleben an dem süßen Leim, zu dem man Schicksal sagt. Wenn wir nicht wie tote Fliegen kleben an dem süßen Leim, zu dem man Schicksal sagt. Was wir heute erinnern, hat Gabriele Krone-Schmalz hat das sehr eindrucksvoll uns noch einmal gezeigt, hat sehr viel auch mit uns zu tun, mit uns Deutschen. Deshalb, ich würde sehr gerne mit euch zusammen das letzte Lied singen. Wenigstens diejenigen, die wie ich aus der DDR kommen, die haben das in der Schule gelernt. Die anderen, zu den anderen hat es sich, glaube ich, denn doch schon herumgesprochen. Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blüht. Ein anderes gutes Land, das die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollt wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und wenn wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen, das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ist, so wie anderen Völkern ist. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und für euren Gesang.